Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ein sehr spontanes Video. Ich habe nämlich noch eine Koop gemacht. Und zwar mit der Honey LP. Ihr Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wer da mal vorbeischauen möchte. Und wir haben uns diesmal auch ein paar Fragen gestellt, allerdings jetzt nicht hier irgendwie Halloween oder so, sondern eher spontan, ganz normale Fragen. Ja, 13 Fragen sind es und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Wieso hast du mit YouTube angefangen? Also das war damals so, ich hatte ein neues Handy bekommen, das war so ein Klapp-Handy. Und damit konnte man Videos machen. Dann habe ich halt mit iHolin angefangen, der Serie. Das ist praktisch so wie iCarly damals, wer die Serie noch kennt. Und ja, dann habe ich da mal so ein Video gedreht und habe das dann auch meinen Freunden gezeigt. Und die sagten dann so, ja, du bist voll lustig, das ist voll cool, veröffentliche das doch mal auf YouTube. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, so ist halt das alles entstanden mit YouTube. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist die Katze. Achso, magst du lieber Schokolade oder Chips? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich esse total gerne Chips, aber noch mehr liebe ich Schokolade. Ohne Schokolade kann ich nicht leben. Hattest du schon mal ein peinliches Erlebnis? Wenn ja, welches? Also ich hatte ein total peinliches Erlebnis, aber das ist zu privat, das möchte ich nicht sagen. Aber ein anderes peinliches Erlebnis war schon mal, der Bus stand an der Haltestelle, ich und meine Mom sind gelaufen und ich habe dann die Tür erreicht, habe auf den Knopf gedrückt. Aber der Busfahrer, der hat nicht aufgemacht und fuhr einfach weiter. Und dann habe ich einfach mal den Mittelfinger gezeigt. Um mich herum die Leute, die haben so geguckt, so ganz komisch, so, was macht ihr jetzt? Und ich habe einfach den Mittelfinger gezeigt. Das war mir dann nachher selber peinlich, ne? Aber ich war in dem Moment so wütend, habe ich dann einfach mal den Mittelfinger gezeigt, so zum Busfahrer, falls er den überhaupt gesehen hat. Was isst du nicht gerne? Also es gibt viele Sachen, die ich nicht gerne esse, aber am spontansten würde mir jetzt einfallen Rosenkohl und Rollmops. Das mag ich überhaupt nicht. Wovor hast du am meisten Angst? Am meisten Angst habe ich allerdings, also vor dem Tod, ganz klar. Dass meine Eltern sterben, zum Beispiel. Und ja, vor Spinnen habe ich zum Beispiel auch Angst. Vor so ganz kleinen nicht. Aber je größer und fetter die Spinne wird, desto mehr Angst habe ich vor der. Und Höhenangst habe ich, das habe ich auch. Das sind so meine größten Ängste. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist Pink. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ehrlich gesagt, gucke ich gar nicht so Horrorfilme. Horror-Let's Plays, ja, aber Horrorfilme eher nicht so. Also ich habe mal einen gesehen, aber der ist nicht wirklich Horror. Über einen Säbelzahntiger war der Film. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber war angeblich ein Horrorfilm. Was sind deine Hobbys? Ich höre gerne Musik, bin gerne auf Facebook unterwegs, auf YouTube, treffe mich mit Freunden, ich male auch manchmal. Fernsehen gucke ich nur noch selten, aber wenn ich es denn mache, dann mache ich es. Ja, das sind so die meisten Hobbys, die ich so habe. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Wer sind deine Lieblings-YouTuber?
Oh Gott, da gibt es eigentlich sehr viele. Aber am meisten gucke ich Gronkh und Pandoria. Das sind meine Lieblings-Let's Player. Hast du eine Lieblingsschauspielerin oder Schauspieler? Ja, ich habe sogar drei Stück. Meine Lieblingsschauspielerin ist Keira Knightley. Und meine beiden Lieblingsschauspieler sind Orlando Bloom und Johnny Depp. Wie heißt dein Lieblingsfilm? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn ich habe viele Lieblingsfilme. Aber ich glaube, mein allerliebster Lieblingsfilm ist Das letzte Einhorn. Ja, das waren alle 13 Fragen. Die Fragen, die ich Honey LP gestellt habe, könnt ihr auf ihrem Channel sehen. Ja, eine ganz spontane Kooperation. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye bye.